B-Monster ist am Start für euch heute mit einer gepflegten Runde Battlefield 3. Und zwar diesmal nicht wieder Eroberung, sondern ja, Rush. Rush auf der Karkand Map. Und diesmal spiele ich mit der Farmers. Ja, ich habe endlich die Farmers mal bekommen. Also, was ich bekommen. Ich habe sie dann mal genommen. Und auch benutzt. Lief nicht schlecht, war nicht schlecht. Ist ein gutes Ding. Leicht überpowered, kann aber auch daran liegen, dass es derzeit wirklich jeder Arsch mit hat, das Ding. Also es ist echt krass, jeder nimmt die Farmers mit und es nervt irgendwie, weil das Teil auf Entfernung derbe genau ist, wenn man gescheit schießen kann. Und ja, ihr seht schon, ich kann es leider noch nicht so richtig. Na gut, doch. Ich kann es doch, ja. Ich kann es doch, ihr habt recht. Ja, was gibt's zu sagen? 2 Tage vor Weihnachten, das ist jetzt erstmal das letzte Video vor Weihnachten von mir. Es gibt dann am 24., 25. und 26. die volle Dröhnung. Das werden bestimmt 3 Let's Play Teile werden, denke ich mir mal. Eins vom Winter Special und 2 von Assassin's Creed. Und ja, wer meinen Channel beobachtet hat, ich habe in den letzten Tagen das Winter Design oder das Winter Special Design getestet. Wer es also mitbekommen hat, was es ist, der weiß es, wer nicht, der lässt sich weiterhin überraschen. Zu Assassin's Creed, meine Facebook-Umfrage läuft derzeit, in welchen Waffen ich spielen soll. Derzeit ist die Abstimmung so, dass es bei Hidden Blade steht. Das werde ich natürlich versuchen, ja, schön Rücken geschossen, das werde ich natürlich versuchen, durchzuziehen. Erstmal nur mit Hidden Blade zu spielen. Werdet ihr selber sehen, wie schwer es wird. Und naja, ich denke mir einfach mal, es könnte klappen. Sieht gut aus. Und ja, ich freue mich drauf, weiter zu spielen, da ich das Spiel sehr mag. Daher werde ich mies von der Seite gekillt. Ich habe mich tierisch angekotzt. Und ja, soviel erstmal zu meinen Projekten derzeit. Ich denke mal, so gibt es nichts weiter zu sagen dazu. Außer dass ich derzeit ein sehr schönes oder paar schöne Kanaldesigns habe. Und ja, um ein bisschen aufs Gameplay zurückzukommen, das ist die 4. Map, also die 4. von diesem Karkand DLC-Paket. Und ja, es ist eine meiner Lieblingsmaps. Schön groß, schön verwinkelt, also so, dass man schön Deckung suchen kann. Viel Häuserkampf, sehr auf Nahkampf ausgerichtet in den Häusern. Natürlich wieder viele Sniper-Möglichkeiten, was ein bisschen nervt, aber naja. Ist halt leider immer so, dass es irgendjemanden gibt, der snipert vom Dach. Nein, da sterbe ich wieder mal. Durch eine Panzermine, das war auch so geil. Durch eine Panzermine, lebend, zu Fuß gestorben. Es ist manchmal, naja. Ja, ihr seht schon, dieses Gameplay ist wieder mit meinem Kumpel, dem Alarm Rot gespielt wurden. Oder entstanden. Ja, hier nehme ich mal die Farmers ohne. Oh, das war so zum Kotzen. Die Typen haben mit einem RPG vom Dach geschossen. Und hier seht ihr schon, die hocken da zu dritt da oben. Und es nervte. Es nervte so tierisch. Naja. Ja. Das ist wieder mit dem Alarm Rot entstanden. Und diesmal nehme ich mal die Farmers ohne Aufsatz. Also ohne Visier. Und das Teil ist noch beschissener ohne Visier als mit Visier. Deswegen bin ich froh, dass ich mir schon dieses Rotpunktvisier erspielt habe. Weil damit geht die ab wie Sau. Es ist wirklich so, Leute. Wenn ihr die Farmers nehmt, dann sprayt ein bisschen rum, dass ihr die Rotpunktvisiere freischaltet oder dieses Arcog-Visier und dann läuft das eigentlich mit dem Teil. Weil auf dieser Arcog-Entfernung, das ist jetzt. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Auf 3,4 Zoom. Ist das Teil. Also auf mittlerer Entfernung ist das Teil echt stark. Auf weiter Entfernung im Einzelschussbetrieb, ja. Aber auf mittlerer Entfernung mit diesen 3,4 Zoom. Oder 1,3 so, müsste ich nochmal gucken. Ist die echt stark, ey. Hänge ich zwischen diesen 2 Pfosten fest, ey. Das war auch geil. Und allgemein, diese neuen Back-to-Cocken-Waffen sind ziemlich gut. Schöne Auswahl. Ich habe schon 2 oder 3 freigeschalten. Und ja, gefallen mir richtig gut. Werde auch weiter mit den alten Waffen spielen. Aber diese neuen werde ich mir jetzt erstmal zu Gemüte führen, freispielen und ja. Mit denen ein bisschen rumpowen.
Ja, hier hocke ich ganz geil hinter unserem verbündeten Panzer. Ja, ihr seht schon, mit dem Sprayen klappt es ganz gut. Der war jetzt bloß auf Entfernung mit Sprayen. Und ja, ja, ist vierfach, vierfach, seht ihr, das läuft auch bei uns. Vierfach Arcog-Visier. Schraube ich mit dem sogar gleich drauf, dachte ich. Und mit dem Teil läuft es dann einfach auf mittlere Distanz. Da könnt ihr diese schön, die Gegner schön wegnehmen. Und auf Nahkampf seid ihr auch nicht gerade so schlecht dabei. Da ihr halt relativ genau sprayen könnt. Ja, hier, Arcog vierfach wird gleich klar drauf geschraubt. Müssen wir mal testen. Ja, das läuft dann damit. Ja, zu den Karten. Diese Cockpit-Map ist sehr schön aufgebaut. Ich dachte, drei Bomben oder drei Doppelbombenplätze so in dieser Stadt, in diesem Stadtschlauch. Und ein Bombenplatz, dann muss man übers Wasser gehen oder durch Wasser schwimmen oder über eine Brücke. Und das ist natürlich sehr schön für die Verteidiger, weil dort hocke ich einfach da an der Brücke mit einem Panzer hin. Können ganz gechillt abschimmeln. Und ja, übers Wasser, dann ist das fest für Sniper. Also, wenn ihr dann in diesem letzten Bereich seid, nehmt ihr wieder diese Brücke oder hockt euch da am Wasser irgendwo gescheit hin. Mit einem schweren MG oder mit einer Sniper. Und dann läuft das eigentlich ziemlich gut, wenn ihr verteidigt. Und als Angreifer, naja. Als Angreifer kann ich euch bloß raten, sucht euch jemanden, der gescheit snappern kann und die Typen vom Dach holt. Oder allgemein die Typen da wegholt, dass ihr gechillt rüberschwimmen könnt oder mit einem Panzer rüberfahren. Nur da müsst ihr wieder aufpassen, die Brücke wird wahrscheinlich ziemlich vermint sein. Und es werden auch bestimmt Leute mit RPG rumschimmeln irgendwo. Also müsst ihr doch schon wieder aufpassen. Und ja, 4 Carcant Maps, mein Resümee. Ja, wo fange ich an? Die Maps sind riesengroß. Das ist aber Battlefield kein Wunder. Die Maps sind allgemein Battlefield viel größer als bei COD. Sehr abwechslungsreich gestaltet. Also, ich kenne die Maps wirklich bis auf Wake Island alle nicht. Ich habe Battlefield 2 nie gespielt, leider. Sehr schön gestaltet. Auch wenn es bloß refreshte oder geupdatete Maps sind. Mit der neuen Engine. Aber sehr schön gestaltet. Sie haben auch ein paar neue Sachen eingebaut, was ich sehr schön finde. Und mein Fazit, wenn ihr diese Special Edition habt, ist es sowieso kostenlos für euch. Von daher ladet es euch runter, auf jeden Fall. Weil der Bild, wenn ihr es nicht tut. Und wenn ihr 15 Euro ausgeben müsst dafür, also wenn ihr diese Special Edition habt, dann, ja, hier werde ich gemassert, das war, naja. Und wenn ihr 15 Euro ausgeben müsst, weil ihr nicht diese Special Edition habt, dann, naja, 15 Euro sind viel Geld. Also ich sehe das wieder von dem Standpunkt aus, 15 Euro sind ein Viertel von einem neuen Spiel. Aber ich sag's mal so, für 4 Maps der Größe und für die Abwechslung, die sie bieten können, also Rush, Team Deathmatch, Eroberung, es lohnt sich. Zusätzlich bekommt ihr 10 neue Waffen und ein paar neue Fahrzeuge sogar. Und ich sag's mal so, welche COD-Maps bieten schon solche Updates mit neuen Waffen, neuen Fahrzeugen, etc. Also... 15 Euro lohnt sich echt. Es ist ein Tacken Geld, ich weiß das. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft es euch. Es macht so viel Spaß, da drauf zu spielen, ohne Mist jetzt. Ich habe es jetzt selbst gemerkt. Und ja, das ist erstmal mein Fazit zu Back to Carcant. Und ich hoffe auch, dass demnächst. Ja, das schimmelt erstmal mies in der Ecke. Und sowas toleriere ich gar nicht. Nein, nein. Ich hoffe, dass demnächst noch weitere Battlefield 3 Maps kommen. Da ja die 4 Back to Cockpit Maps schon jetzt Dezember rausgekommen sind. Ich weiß es nicht, aber ich rechne so Februar. Februar, März können dann das nächste Map Pack kommen. Da ja Battlefield 3 einen längeren Zeitraum aktuell sein soll als MW3. Also ihr wisst das ja vielleicht, COD bringt jedes Jahr ein neues Call of Duty raus. Es wird sogar schon gemunkelt, dass eventuell dieses, also jetzt nächstes Jahr, 2012, Black Ops 2 rauskommen könnte. Obwohl es schon Gerüchte gibt, dass es vielleicht erst für die PS4 rauskommt. Und also für die neue Konsolengeneration PS4 und Xbox 720. Wahrscheinlich wird sie so heißen. Ich will mich jetzt nicht festlegen oder festnageln lassen. Und ja, demnächst kommt halt wieder, wahrscheinlich wieder ein neues COD raus. Und Battlefield soll halt auf längere Zeit aktuell bleiben. Deswegen werden die wahrscheinlich mit ihren DLCs und mit ihren Add-ons sehr viel machen.
noch sehr viel versuchen rauszuholen aus den alten Maps. Also ich finde es nicht schlimm, wenn jetzt Wake Island oder so alte Battlefield Maps oder alte Battlefield 2 Maps recyceln, das Ganze ein bisschen refreshen, ein paar neue Ansätze reinbringen. Habe ich nichts dagegen, sehr, sehr gerne, wenn sie so eine Qualität haben wie die für jetzt. Wenn sie dazu noch neue Waffen bringen, noch lieber neue Fahrzeuge auch. Ich denke mal, levelmäßig wird sich nicht groß was ändern. Ihr habt ja diese 45 Standard-Level. Dann kommt, glaube ich, noch 10 Prestige-Level mit dem goldenen Adler oder mit dem Adler-Symbol. Und ja, allgemein habt ihr noch eure Klassen-Level, also eure Sword, Recon und Engineer-Level. Das dauert auch eine ganze Weile. Dann könnt ihr auch noch eure ganzen Waffen aufleveln. Also ihr seht schon, es gibt sau viel zu tun. Es geht. Ja, hier wollte ich dieses Ding hochklettern, was irgendwie nicht geht. Es gibt so viel zu tun. Sehr viel mehr als in MW3. Obwohl in MW3 gibt es natürlich Prestige und alles für neue Aufleveln. Aber ich finde es halt so schön irgendwie, wenn man die ganzen Waffen behält. Wenn man in dieses Prestige geht. Und ja. Ihr seht schon, die Runde neigt sich langsam dem Ende zu. Ich kann euch ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, mit wie viel wir gewonnen haben. Also wir haben gewonnen, dachte ich. Aber mit wie viel jetzt mein Score ist, keine Ahnung. Ist schon eine ganze Weile her. Und ich werde jetzt über Weihnachten neue Commentaries aufzeichnen, also Gameplays aufzeichnen. Das wird jetzt mein letztes normal kommentiertes Battlefield 3 Gameplay werden. Die nächsten werden alle live kommentiert. Also da habt ihr schon was, worauf ihr euch freuen könnt nach Weihnachten. Comedy vom Feinsten, ich werde es euch schon sagen. Kann sich jetzt schon prophezeien. Ja, habe ich ein bisschen versucht zu schnipsen. Hat dann, glaube ich, nicht funktioniert. Ja, der befahrt erstmal diesen komischen Bot. Ja, also demnächst Live-Commentaries von mir zu Battlefield 3. Zu MW3 wird auch noch demnächst was kommen, denke ich mal. Ich werde auch ein bisschen MW3 wieder spielen oder versuchen zu spielen. Nach Weihnachten ein paar Kiddies bashen. Und ja. Das wird nun wirklich alles gewesen sein, was ich euch zu meinen kommenden Sachen sage. Wie gesagt, Weihnachten über Let's Plays und Winter Specials und nach Weihnachten Live-Commentaries. Dann gibt es einen schönen Jahresrückblick mit dem Vincent, eine Jahresvorschau. Kommt wahrscheinlich um Silvester, also am 31. den Jahresrückblick und am 1. die Vorschau. Und dann werde ich im neuen Jahr soweit erstmal eine Pause machen, dass ich warte, bis mein neuer Laptop da ist. Gameplays aufzeichne, wie blöd. Und dann mit meinem neuen Laptop kommentiere und rendere, weil es dann wahrscheinlich sehr viel schneller geht. Und dann gibt es nach Silvester die volle Dröhnung von mir. Und ja, jetzt gibt es, glaube ich, sogar noch einen Sprengfail. Ja, versucht den Typen mit Dingen zu sprengen, mit Granaten. Hätte klappen können. Ja, da sterbe ich wieder mal. Naja, was soll's. KD ist nicht alles, ne? Vor allem bei solchen Schimmlern. Und das Match ist vorbei. Ja, wir haben gewonnen. Sehr schön. Freut mich sehr. Ja, relativ schlecht abgesahnt. Naja, was soll's. So, dann wünsche ich euch mit diesem Gameplay ein schönes Fest. Lasst euch gut gehen, lasst euch reich beschenken. Mampft nicht so viel. Und ja, in diesem Sinne war's das von mir. Schöne Feiertage. Wünscht euch euer B-Monster. Bye bye.